Spanien holt sich das EM-Ticket, Trent Alexander-Arnold im Guinness-Buch und der BVB kann Hakimi wohl nicht halten. Das Ergebnis des Tages, mein Name ist Nico. Los geht's! Dank norwegischer Schützenhilfe reicht der Furia Roja der spanischen Nationalmannschaft ein 1:1 in Solna gegen Schweden, um das Ticket für die EM 2020 zu lösen. Die schwedische Nationalmannschaft kassierte nach Führung den späten 1:1 Ausgleich, das den Spaniern reicht, da Rumänien im Parallelspiel gegen Norwegen nicht über ein 1:1 Unentschieden hinauskam. Und da die Verfolger in der Gruppe F Schweden und Rumänien eben noch ein direktes Duell vor sich haben, reicht dieses Unentschieden, damit die Spanier wissen, alles klar, Freunde, wir sind auch wieder dabei. Eintracht Frankfurt und Nikolai Müller gehen von sofort an getrennte Wege. Der 32-jährige Flügelspieler schließt sich mit sofortiger Wirkung den Western Sydney Wanderers in Australien an. Das gaben beide Clubs heute Morgen via Twitter bekannt. Über Ablöse und Vertragslänge ist nichts bekannt. Das Einzige, was wir wissen, ist, dort trifft er auf Pirmin Schwegler und Alexander Meyer, also eine Frankfurt-Exklave in Australien. Außerdem äußerte sich gestern SGE-Vorstandsboss Wolfgang Stäubig gegenüber der Bild zum Transfer von Ante Rebic. Ganz ehrlich, da fehlen mir die Worte. Er wollte unbedingt weg, weil er das Gefühl hatte, dass er sonst als einziger der drei Stürmer bei der Eintracht hängen bleibt. Jetzt sitzt er draußen, verzockt. Und es wird nicht einfacher für ihn. Wie der frühere HSV-Sportvorstand im HSV-Podcast, HSV, wir müssen reden, bekannt gab, wollte man, als man Heiko Westermann verpflichtete, der dann ja in der Folge für den HSV mehr Spiele machte als für irgendeinen anderen Verein in seiner Karriere, eigentlich Benedikt Höwedes von Schalke 04 holen, aber Felix Magath, der clevere Fuchs, hat das ganze Gespräch auf Westermann gelenkt und dann hat man sich da irgendwie drauf geeinigt. Ja, das war tatsächlich so. Heiko war zu dem Zeitpunkt verletzt, das war ein bisschen kritisch, sonst wäre er mit zur WM gefahren. Wahrscheinlich wäre es sonst gar nicht zu diesem Verkauf gekommen. Es ging eigentlich eher um Höwedes und am Ende war Heiko die Option, weil wir dringend einen Innenverteidiger brauchten. Aber es war nicht so, dass ich das alles alleine eingetütet habe. Das war bei weitem nicht so, es war eine schwierige Gemengelage. Der Rassismus klar und die bulgarische Nationalmannschaft zieht weiterhin Kreise. Gestern musste der Vorsitzende des bulgarischen Fußballverbandes zurücktreten und nun drohen weitere Konsequenzen. Die UEFA gab am Dienstag bekannt, dass dem bulgarischen Verband wegen rassistischem Verhalten, dem Werfen von Gegenständen und dem Stören der Nationalhymne, das übrigens auch Engern vorgeworfen wird, Strafen drohen. Wie genau die aussehen, das kann man jetzt noch nicht sagen. Klar ist allerdings, die UEFA tut gut daran, diesen Fall mal so genau zu untersuchen wie bisher noch nichts, denn das ist wirklich heftig gewesen, sind wir ganz ehrlich. Sowas hat im Fußball 2019 einfach überhaupt keinen Platz. Liverpool-Verteidiger Trent Alexander-Arnold steht jetzt im Guinness-Buch der Rekorde. Und zwar, weil er 12 Assists gemacht hat und das noch niemals ein Verteidiger in der Premier League vorher gemacht hat. Und ganz im Ernst, warum kommt man dafür ins Guinness-Buch? Hä? Heißt es, dass jeder Bundesliga-Assistgeber im Guinness-Buch steht und jeder der Liga? Ich verstehe das nicht. Was macht er im Guinness-Buch? Das ist ein Moment, auf den ich unglaublich stolz bin, so sagt ja der Mirror. Ich will dem Team immer helfen, so viele Chancen wie möglich zu kreieren. Nuri Sahin erlebt bei Werder Bremen derzeit seinen dritten Frühling. Und das, obwohl der Mann ja immer noch überraschend jung ist mit 31 Jahren. Jetzt sieht es so aus, als würde Werder Bremen den Vertrag mit dem defensiven Mittelfeldspieler unbedingt verlängern wollen. Natürlich werden wir zu gegebener Zeit Gespräche führen und besprechen, was sich beide Seiten vorstellen können. So Geschäftsführer Frank Baumann. Und auch Florian Kohfeldt geht in dieselbe Richtung. Die sportliche Wertschätzung für Nuri ist sehr hoch. Es ist so, wie Frank es gesagt hat. Wir werden jetzt die Gespräche aufnehmen. Dann kommt es darauf an, was Nuri sich vorstellt und wie wir es uns vorstellen. Real Madrid gehen so langsam aber sicher die Mittelfeldspieler aus. Nachdem ja Toni Kroos schon länger ausfällt, ist nun Luka Modric mit einer Prellung im Oberschenkel auch raus. Und das mal mindestens bis zum Klassiko. Man hofft in Madrid allerdings, dass der Kroate gegen Barcelona zum Einsatz kommen wird. Außerdem gab es gestern spanische Medienberichte, wonach Achraf Hakimi bei Real Madrid ein elementarer Teil der Zukunftsplanung ist und damit nicht beim BVB verlängern wird über den Sommer 2020 hinaus. Das heißt verlängern, dass der BVB ihn auf jeden Fall nicht fest verpflichten kann. Wir wissen ja alle, er ist noch bis kommenden Sommer ausgeliehen und soll dann wohl die Nachfolge von Dani Carvajal bei Real Madrid antreten. Außerdem hofft Real Madrid, dass Kylian Mbappé dem Werben von Paris Saint-Germain um eine mögliche Vertragsverlängerung widersteht, denn man möchte auf Zeit spielen und bis Sommer 2021 warten, das ist ein Jahr bevor sein Vertrag ausläuft und dann eine große Offensive auf den jungen Franzosen starten. Das Ding ist irgendwie so ein bisschen wie eine Liebesgeschichte in einem Hollywood-Film, wo man weiß, am Ende des Tages gehören die beiden irgendwie zusammen, beide wollen, noch steht ein bisschen was im Weg, aber wenn Mbappé nicht verlängert, dann spricht das wohl stark für einen Transfer zu Real Madrid in 3 Jahren. Ich fasse es nicht, dass wir darüber jetzt schon reden. Das war's für heute, Freunde. Gleich kommt dann noch ein DFB-Hot-Topic. Hier 2 weitere Videos. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.